Ich begrüße Sie alle recht herzlich heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Sie, die Sie hier in der Kirche sind und Sie, die Sie daheim vom Bildschirm sitzen und an dem Gottesdienst teilnehmen. Ganz herzlich heiße ich das Team aus dem Albrecht-Bengel-Haus willkommen. Dieses Team wird den Gottesdienst mit uns gestalten und ich freue mich sehr darauf. Das Team wird sich nachher auch selber vorstellen, aber auch die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses. Als Begrüßungslied haben wir gerade das Lied, den Choral »Gott ist gegenwärtig« gehört. Ja, Gott ist gegenwärtig, hier, jetzt und heute. Und deshalb feiern wir auch diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, mein Name ist Robert und ich darf Sie ebenfalls alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen gemeinsam in diesem Gottesdienst. Wir kommen vom Albrecht-Bengel-Haus und dürfen ihn mit Ihnen zusammen gestalten und feiern und freuen uns schon sehr darauf. Die Predigt halten wird heute Christoph Lehmann, der auch einer von uns Studenten ist. Und darauf dürfen Sie sich auch schon freuen. Wir werden uns, das ABH und unser Leben darin am Ende des Gottesdienstes noch ein wenig vorstellen. Und ich darf Ihnen zu Beginn des Gottesdienstes noch eine frohe Botschaft übermitteln. Und zwar darf ich Grüße ausrichten von Johannes Zimmermann. Der war vor einigen Wochen bei uns im Bengelhaus zu einem Seminar und hat sich sehr gefreut, dass wir in seiner ehemaligen Gemeinde einen Gottesdienst halten werden und richtet Ihnen allen ganz herzliche Grüße aus. Wir beginnen und wollen gemeinsam zu Gott beten mit dem Psalm Nummer 37, die Nummer 733 im Gesangbuch. Und wir wollen ihn alle gemeinsam zusammenlesen und ich darf Sie einladen, dazu aufzustehen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wir beten weiter. Vater, wir kommen an diesem Sonntagmorgen zu dir und wir danken dir, dass du da bist und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, hier bei uns in der Kirche und bei jedem und jeder Einzelnen vor den Bildschirmen. Vater, du weißt, was jeder von uns für eine Woche hatte und wie wir heute Morgen hier sind. Mach unsere Herzen frei und offen für dein Wort und hilf uns, das, was uns beschäftigt, bei dir abzugeben. Du sorgst für uns. Gib uns heute an diesem Morgen ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. In der Stille wollen wir ruhig werden und bei dir ankommen. Herr, in deinen Armen finden wir Ruhe, in deinen Augen sehen wir die Liebe und in deiner Gegenwart finden wir Zuhause. Sprich du heute zu uns. Amen. Wir singen nun das Lied Nummer 241 aus dem evangelischen Gesangbuch.
Ich lese die Schriftlesung aus Lukas 5. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren aber ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft euer Netz zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fing sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die in einem anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Amen. In meinem Leben, das jetzt auch noch nicht so lang ist, aber doch einige Jahre, habe ich immer mal wieder versucht, so ein Menschenfischer zu sein oder Menschen von Jesus zu erzählen. So war die Formulierung damals in meiner Jugendarbeit. Und in meiner Schulzeit hatte ich viel Kontakt zu Nichtchristen, zu Menschen, die man quasi fangen könnte, wie Fische in einem See. Die meisten aus meiner Stufe wussten damals, dass ich Christ bin, auf jeden Fall alle von meinen Freunden.
Und so ergaben sich immer mal wieder Gespräche über den Glauben, über Jesus Christus, die Bibel und solche Dinge. Auch im Religionsleistungskurs, 4 Stunden. Ich hatte damals einen Freund, den ich sehr schätzte, der aber gleichzeitig auch sehr dominant war und gerne argumentierte und eher kritisch eingestellt war, also Religion allgemein oder Christentum speziell gegenüber. Sein Name war Daniel und ich hatte immer wieder Gespräche mit ihm über den Glauben oder das Christentum. So auch das eine Mal, als wir mit unseren Rucksäcken, natürlich mit allen Schulbüchern, die man damals brauchte, hinten drin, aus dem Rallye-4-Stunden-Kurs rausliefen, Richtung Mensa, über den Schulhof und uns dabei noch darüber unterhalten, was wir gerade gelernt hatten. Wir hatten die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern sollte und es dann doch nicht musste, es aber fast getan hätte und Gott ihm sogar gesagt hat, er solle es tun. Eigentlich eine komplett wilde Geschichte, also seinen einzigen Sohn töten und dann auch noch der, den Gott ihm versprochen hatte, um sein Volk zu gründen, was ja von Gott aus schon keinen Sinn mehr macht und dann insgesamt noch mal viel weniger. Wir haben uns dann darüber unterhalten und er meinte so, also so eine dumme Geschichte, da soll er seinen Sohn töten, das ergibt einfach mal wieder überhaupt keinen Sinn, was wir heute gelernt haben bei der Frau Sachs. Nee, ey. Und seine coolen Kumpels, oder die waren auch mit mir befreundet, die auch in dem Kurs waren, aber die jetzt nicht ganz so viel über so Sachen nachdachten, liefen so nebenbei und meinten so, yo. Und ich war hier und meinte so, und habe mich erstmal gefühlt, wow, krass. Naja, das ergibt halt schon Sinn. Das ist ja genau wie mit Jesus im Neuen Testament. Was mir damals so einfiel zu sagen, ich dachte, jetzt kann ich von Jesus erzählen. Ja, das ergibt ja auch keinen Sinn. Also, dass da jemand sterben muss, nur für alle Menschen, dass sie irgendwie gerettet werden oder sowas, das ist ja auch nur dieses christliche Konzept. In dem macht es ja Sinn. Aber für mich hier gibt es überhaupt keinen Sinn. Wozu? Ich brauche den ja nicht. Ich kenne den gar nicht. Und ob es den wirklich so gegeben hat, naja, aber hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass du Dinge machst, die nicht richtig sind oder dass sich irgendwas von irgendwas trennt oder so? Habe ich versucht, irgendwas zu sagen, was mir dann so einfiel, um es irgendwie logisch zu machen? Und er meinte, nee, hat er gar nicht. Er war halt so, einfach so, wie er war und hat sich über sowas nicht so viel Gedanken gemacht auch. Halt ein anderer Mensch als ich. Und das ist auch, und dann ist, ja, okay, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann meinte er so, ja, dieses mit Jesus Christus im Neuen Testament, das ist ja auch, keine Ahnung, eine schöne Geschichte zum Erzählen, um so ähnliche ethischen Sätze zu machen, so das Doppelgebot der Liebe ist schon cool, die goldene Regel auch, kann ich schon vollziehen, so logisch-rational, dass es auch moralisch Sinn macht, dass wir so zusammenleben. Der hatte damals auch in einem Altenheim gearbeitet, also. Aber dass es irgendwie jetzt einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, nee. Naja, aber es ist ja schon eine Frage, wo so die Welt herkommt oder wo wir alle herkommen oder auch wo wir nach dem Tod mal hingehen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Naja, dann sterben wir halt. Aber wegen Tod, das ist ja, Jesus Christus ist ja auch auferstanden, hatten wir letzte Woche. Glaubst du das etwa auch? Also glaubst du, dass der tot war und dann wieder erweckt wird? Das passt überhaupt nicht mit der Physik zusammen. Das passt überhaupt nicht mit naturwissenschaftlichen Sachen zusammen. Das ist ja total wild. Naja, es entspricht nicht den Naturgesetzen, aber ich glaube schon daran. Und die Naturgesetze sind ja auch nicht Zivilgesetze, die Regeln vorgeben. Es kann ja auch anders mal passieren. Und ich glaube auch, dass Gott Wunder tun kann. Okay, krass. Überzeugt mich halt gar nicht. Und dann kamen wir in der Mensa an und holten uns irgendwelche Bagels mit leckerer Mayonnaise, Wurst und Salat drauf und haben wieder über was anderes geredet. Die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, was ich hätte sagen können, um es irgendwie plausibler zu machen. Um irgendwie
mehr Sinn in das zu geben, was ich vom Christentum dachte oder von meinem Glauben. Und es kam mir so vor, als würde das, was ich dachte oder was ich glaubte, für Daniel überhaupt keinen Sinn ergeben. Als wäre das komplett sinnlos oder eine Torheit fast schon für seine Ohren. Ich habe seitdem immer wieder solche Gespräche geführt, weil es mir wichtig ist und weil Jesus uns auch dazu beruft. Und natürlich gibt es auch Dinge wie Schüchternheit oder dass man auch von nichts reden kann, von dem man nicht schon super überzeugt ist und dass man manche Dinge auch gut formulieren kann oder auch weniger gut. Da habe ich auch viel gelernt seitdem. Aber es bleibt trotzdem so, dass es mir wichtig ist, das Kreuz hochzuhalten, auch wenn ich nicht immer das Gefühl habe, dass das, was ich sage, für die Person, mit der ich in dem Moment rede, gerade super sinnvoll klingt. Und doch versuche ich's. Und wir singen nun, passend dazu, das Lied aus dem Feier Jesus 4, Nummer 110, wir halten hoch das Kreuz. Es tränkt die Erde, du trägst der Menschen Last, das neu lebendig werde, was noch vom Tod umfasst. Wir tragen weit die Kunde, wir bekennen. Das Blut des Lammes, das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Kron, der ewige König Gottes. Was hätten Sie an Roberts Stelle gesagt vorher? Wäre Ihnen da eine überzeugende, geschliffene Antwort direkt eingefallen? Ich kann Sie ein Stück weit beruhigen. Auch als Theologiestudent habe ich nicht immer direkt die passende Antwort auf den Lippen.
In unserer Kultur sind Glaubensgespräche ja eh schon was Seltenes und noch seltener kommt es dann eben einfach vor, dass man direkt was Überzeugendes sagen kann. Mich ärgert es oft, wieso überzeugt das, was ich glaube, andere Leute nicht? Was mir lieb und teuer ist, das kommt beim anderen überhaupt nicht an und löst oft Ärgernis aus. Vielen Dank an die Technik für die kleine Hilfe. Und ich glaube, das ist was, das werden Sie alle ja auch kennen, wenn man mal auf der Arbeit, im Gespräch mit anderen Eltern oder im Verein oder in der Schule auf solche Themen kommt, man weiß oft nicht so richtig, was man da eigentlich sagen soll. Wir können ja Gott nicht einfach für alle sichtbar so auf den Tisch packen und so bleibe ich in solchen Gesprächen immer wieder so ein bisschen hilflos zurück. Überraschenderweise ist das kein Problem, das erst wir heute haben. Man denkt ja oft damals früher im Mittelalter, in der Antike, da haben die Leute einfach alle Märchen und Wundergeschichten einfach so geglaubt. Und heute in unserer aufgeklärten, modernen, wissenschaftlichen Welt, da ist es im Gegensatz zu damals schwieriger. Ich darf Sie trösten, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Schon Paulus hatte damals genau dieselben Probleme wie wir heute. Was für ihn eine rettende und frohe Botschaft war, das war für andere eine Dummheit und ein Ärgernis. Ich lese den Predigttext aus 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Paulus ist für mich nicht immer ganz einfach zu verstehen. Deshalb muss man genau nachvollziehen, was er in diesen 7 Versen eigentlich macht. Sie müssen sich vorstellen, er war Theologe damals in seiner Zeit und damals gab es eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man predigt. Sie kennen das von hier, da gibt es ja oft diese klassischen 3-Punkte-Predigten. Früher war was ganz anderes klassisch. Nämlich, man macht am Anfang so ein markiges Statement, man stellt so seinen zentralen Gedanken an den Anfang und dann trägt man Argumente und Beweise zusammen. So macht es Paulus hier auch. Er haut so eine These raus, er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Wir müssen ganz kurz nochmal nachjustieren. Vielen Dank. Also am Anfang diese These, die Paulus raushaut und direkt im Anschluss kommen dann 4 Begründungen. Das sind diese 4 Denn-Sätze, die ich gerade vorgelesen habe. Denn es steht geschrieben, denn weil die Welt Gott nicht erkannte, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit, denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Ich will jetzt gemeinsam mit Ihnen durch diese zentrale These, dieses Statement und durch diese 4 Argumente durchgehen. Und dabei werden wir sehen, Paulus hat ein sehr ähnliches Problem, wie wir das heute haben. Seine Botschaft wird meistens abgelehnt. Er war ja Berufsmissionar, hatte tausende solcher Gespräche über den Glauben, in denen er von Jesus erzählte. Und er hat festgestellt dabei, dieses Wort vom Kreuz, was für ihn Gottes Kraft ist, das ist für andere meistens eine Dummheit. Wir werden gleich sehen, woran das liegt und was wir davon lernen können, wie wir damit umgehen können. Zu Paulus seinem Statement. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, Gottes Kraft.
das Wort vom Kreuz, diese zentrale Botschaft, die Paulus verkündet, das ist nicht eine abstrakte Abhandlung, da geht es nicht hochintellektuell über Gottesbeweise oder logische Rede. Paulus erzählt einfach die Geschichte von Gott mit seinen Menschen. Diese Geschichte von Gott, der es aus Liebe im Himmel nicht mehr aushält, der Mensch wird, der auf die Erde kommt, für die Menschen stirbt, um seine Menschheit zu erlösen aus der tödlichen Gefangenschaft ihrer Sünden. Und dieses Wort vom Kreuz, das ist zunächst mal relativ unverständlich. Probieren Sie das mal aus, gehen Sie mal zu einem Nachbarn oder zu einem guten Bekannten hin und sagen Sie einfach mal, wegen deiner Schuld musste jemand sterben. Die meisten Leute werden dann vermutlich sehr irritiert sein, vielleicht auch entrüstet, aber für den normalen Menschen ergibt es erstmal überhaupt keinen Sinn. Was soll das? Das klingt für die Leute wie eine Dummheit, Paulus würde sagen, wie eine Torheit. Der Begriff Torheit, der hat an dieser Stelle eine doppelte Bedeutung. Er meint meistens nicht eine Dummheit erstmal, sondern Torheit ist in der Bibel zunächst mal alles, was ein Mensch ohne Gott macht. Das Leben ohne Gott zu leben, das ist Torheit. Egal wie klug, wie vernünftig man auch sein mag, wenn man die Welt nicht durch Gottes Augen sieht, ist es eine Torheit. Und jeder, der die Welt nicht durch Gottes Augen sieht, dem ist auch dieses Wort vom Kreuz erstmal eine Torheit. In der Schriftlesung hatten wir eine ganz tolle Geschichte von jemandem, der hat gelernt, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Petrus hört auf Jesus, geht entgegen aller menschlicher Logik nochmal fischen. Er weiß eigentlich genau, man kann nur nachts Fische fangen, tagsüber funktioniert das nicht. Er vertraut, fischt, sieht ein Wunder. Und dann kommt das Spannende. Genau in dem Moment, als er sich auf Jesus und seine Logik eingelassen hat, merkt er was. Er merkt auf einmal, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Als er Jesus kennenlernt, als er die Welt durch Jesu Augen sieht, merkt er, ich brauche Hilfe, ich brauche Erlösung, ich bin nicht gut, wie ich bin. Und ich glaube, genau das war der Grund, weshalb Jesus voll auf Petrus gebaut hat, weshalb er gesagt hat, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Weil Petrus hat gelernt, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Torheit, alles, was wir ohne Gott tun. Das haben wir jetzt verstanden. Und in seinem ersten Argument führt Paulus dann im Kontrast dazu aus, was eigentlich Weisheit ist. Torheit und Weisheit. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Die zentrale Frage, was ist Weisheit? Und hier wird klar, Weisheit in Gottes Sinn, das ist weder Vernunft noch Intellekt. Ich habe Professoren an der Uni, die sind hochintellektuell, überhaupt nicht weise. Und im Gegensatz dazu meine frühere Kinderkirchenleiterin, eine ganz einfache Frau, Krankenschwester, ganz unstudiert. Sie war eine der weisesten Personen, die ich je getroffen habe. Weisheit heißt, von Gott gegebene Einsicht in die Dinge der Welt. Von Gott gegebene Einsicht in die Dinge der Welt. Wer den Schöpfer kennt, der versteht, wie seine Schöpfung funktioniert. Weil Gott die Welt gemacht hat, kann er Einblick darin geben. Und deswegen heißt es in Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, so wird sie ihm gegeben werden. Nach meinem Abitur war ich ein Jahr lang in einer Schule in Tansania am Viktoriasee, habe dort als Lehrer gearbeitet. Und in ihrem Rektorat, also im Lehrerzimmer, stand in ganz großen roten Buchstaben ein Satz an der Wand, ein Bibelvers aus Sprüche 1, Vers 7. Das war das Schulmotto. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ich habe den Satz überhaupt nicht verstanden am Anfang, habe es mir von den Lehrern dort dann kurz erklären lassen. Sie haben gesagt, Gott fürchten, das heißt nicht Angst vor ihm haben, sondern das heißt, ich führe mein Leben so, dass es Gott entspricht. Dann fürchte ich ihn. Das Leben führen, dass es Gott entspricht. Gott lieben, Gott ehren. Dann gehe ich anders mit meinem Mitmenschen um und dann sehe ich die Welt mit Gottes Augen. Das ist Weisheit und das war auch die Vision dieser Schule. Sie wollten Jungs und Mädchen ausbilden, die sowohl klug als auch weise sind, die was in der Birne haben und die Welt mit Gottes Augen sehen. Und ohne diesen Bezug zu Gott
ist alles menschliche Denken, so vernünftig, so klug, so intellektuell das sein mag, am Ende Torheit. Die Weisheit der Weisen, der Verstand der Verständigen zählt am Ende nichts, wenn es ohne Gott passiert. Das führt Paulus zu seinem zweiten Argument. Er schreibt dann weiter, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Da ich mich lang gefragt, was hier gemeint ist, hier spielt Paulus mit diesen zwei Definitionen von Torheit und Weisheit, die wir gerade hatten. Also Torheit ohne Gott unterwegs sein, Weisheit die Welt mit Gottes Augen sehen. Und hier passiert eine dramatische Verwechslung. Die Toren denken, dass sie eigentlich weise sind. Und das, was eigentlich weise ist, das erscheint ihnen deshalb als Dummheit. Wenn man ohne Gott unterwegs ist, muss einem das Evangelium erstmal blöd erscheinen. Manchmal braucht man da einfach die größere Perspektive, um die Dinge richtig einordnen zu können. Man lacht über den Nachbarn, der eine Picknickdecke über sein Auto spannt, so lange, bis man selbst den Wetterbericht und die Hagelwarnung gesehen hat. Die Predigt vom Kreuz, die wirkt für die Welt erstmal wie eine Torheit. Und für uns, die wir glauben, ist sie wie eine Gewitterwarnung samt Unterschlupf, die uns am Ende vom Unwetter rettet. Das predigt Paulus. Und in seinem dritten Punkt macht er deutlich, wie abwegig damals den Menschen seine Botschaft vorkam. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Die Griechen damals, die haben sich von guter Rhetorik und den damals führenden Philosophenschulen beeindrucken lassen. Und in diesen Kategorien hatte Paulus leider relativ wenig aufzufahren. In der Apostelgeschichte im 17. Kapitel ist eine Diskussion überliefert. Paulus ist in Athen, diskutiert mit führenden Philosophen seiner Zeit und er war mäßig erfolgreich. Paulus wurde danach verspottet, konnte kaum Menschen überzeugen und für die philosophisch geschulten Griechen war das einfach absurd, was er gesagt hat, eine Dummheit. Bei den Juden war Paulus auch nicht viel erfolgreicher. Ein Messias, der am Kreuz stirbt, das hat einfach der damaligen Bibelinterpretation bei den Juden widersprochen. Es hat heretisch gewirkt, es war ein Anstoß für sie. Paulus wurde im jüdischen Kontext 7-mal in Synagogen ausgepeitscht wegen seiner Predigt, 1-mal gesteinigt und es gab einen versuchten Mordanschlag auf ihn. Und das ist dann die Stelle, die mich aus 2 Gründen immer wieder aufs Neue entmutigt. Erstens denke ich mir, wenn der große Missionar Paulus die Griechen nicht rhetorisch beeindrucken, die Juden auch nicht überzeugen kann, was kann da so einer wie ich schon reißen? Mir fällt wahrscheinlich auch nicht viel Besseres ein wie dem größten Theologen der Christenheit. Wenn es bei dem schon nicht klappt, sehe ich bei mir nicht viel Perspektive. Und das Zweite, was ich mich frage, wie können wir überhaupt von Gott erzählen, wenn die menschliche Weisheit ihn am Ende sowieso nicht fassen kann? Ich bin zutiefst dankbar, dass Paulus noch einen 4. Punkt macht und da löst er diese Spannung Gott sei Dank auf. Weil es zeigt sich ja immer wieder, unsere Mühen, die sind nicht ganz vergeblich. Menschen kommen ja auch heute immer noch zum Glauben, sonst wäre ich nicht hier, sonst wären sie nicht hier. Hier in Ending gibt es ja seit Jahrhunderten eine Kirche und die Menschen kommen nach wie vor hierhin. Deswegen der 4. Punkt. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Wir erzählen die gute Nachricht, aber Gott beruft die Menschen am Ende. Es kommt nicht darauf an, wie gut wir erzählen, sondern es kommt darauf an, dass Gott am Ende wirkt. Ein amerikanischer Freund von mir geht in den USA in eine Gemeinde, die haben einen sehr speziellen Pastor. Er hat durch ein Krebsgeschwür einen großen Teil seiner Zunge verloren. Selbst mit allergrößter Anstrengung ist es kaum möglich, ihn zu verstehen, wenn er spricht. Das war für die Gemeinde unfassbar schwierig am Anfang. Aber mit der Zeit ist was passiert, was kaum zu glauben war. Er hat nach wie vor jeden Sonntag gepredigt und irgendwann hat es angefangen, die Leute zu berühren. Sie haben zwar nur ganz wenig verstanden, aber irgendwie hat es Menschen berührt. Seine Botschaft hatte irgendwie eine Autorität und eine Kraft. Er hat irgendwas ausgestrahlt, wo die Leute gemerkt haben, hier sollte ich hinkommen, hier ist was Besonderes. Diese Gemeinde ist in Colorado,
die hat in den letzten Jahren sehr großes Wachstum erlebt, ist inzwischen eine der größten Gemeinden in dieser Gegend. Es ist ein unfassbar schwaches menschliches Zeugnis und Gott gebraucht es und Jesus wirkt dadurch. Jesus ist der, der uns Menschen beruft. Der hat Petrus berufen, er hat Paulus berufen, er hat Robert berufen, er hat sie hier alle berufen, er hat euch an der Technik berufen, sie zu Hause am Bildschirm. Jesus hat uns alle berufen. Er sagt, folgt mir nach, seh die Welt mit meinen Augen, bezeug anderen Menschen, was ich gemacht habe. So gut du das kannst und ich mache mit meiner Kraft den Rest. Sie denken sich jetzt vielleicht, schön und gut, aber wie kann das konkret aussehen? Und deswegen wollte ich Ihnen noch eine konkrete Sache zum Schluss mit an die Hand geben. Sie erinnern sich ja noch an Roberts Glaubensgespräch von vorhin. Ich will Ihnen jetzt zum Schluss noch eine kurze Methode mitgeben, die relativ einfach ist und die Sie in solchen Gesprächen dann platzieren können. Wenn ich keine Antwort weiß in solchen Gesprächen, sage ich einfach Folgendes: Sorry, ich kann deinen Einwand gerade nicht beantworten, aber ich glaube an Jesus, weil ich ihn erlebt habe. Darf ich dir eine kurze Geschichte erzählen? Und dann erzähle ich einfach, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich erzähle irgendwas, wo Gott in meinem Leben gewirkt hat und wo ich ihn erfahren durfte. Das ist ganz einfach und es geht nicht darum, dass es eine spektakuläre Geschichte ist. Es geht nur um drei Dinge. Man erzählt einfach, wo war ich, was hat Gott gemacht, wie war es danach. Es sind drei ganz einfache Schritte, die kann man sich relativ gut merken. Vorher Gottes Wirken, nachher. Erzählen Sie das und ich verspreche Ihnen, Sie haben spannende Gespräche. Das geht ganz einfach. Ich war traurig, ein Bibelwort hat mich ins Herz getroffen und ermutigt und danach hatte ich Zuversicht. Ich hatte Angst, ich habe gebetet, Gott hat mir Ruhe gegeben. Mein Leben hat keinen Sinn gemacht, ich durfte Jesus begegnen und ich habe jetzt wieder ein Ziel vor Augen. Das Wort vom Kreuz ist deine Torheit, denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Wir singen das Lied 91, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Bösen uns zu erlösen.
Gemeinsam wollen wir beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Großer Gott, ich danke dir, dass wir aus deiner Kraft leben dürfen. Dass wir in unserem Leben deine Botschaft sehen dürfen, dass wir in deiner Wahrheit leben dürfen, dass wir das angenommen haben, das, was du am Kreuz für uns vollbracht hast, Herr. Und ich bitte dich für die Gemeinde in Endingen, ich bitte dich für alle Jugendgruppen, für alle anderen Gemeindekreise, die hier stattfinden. Ich bitte dich, dass dein Wort verkündigt wird und dass die Menschen drängen, dein Wort zu hören. Ich bitte dich, dass du eine Sehnsucht schenkst nach der Lehre in Wahrheit, nach deinem Kreuz, Jesus, dass die Menschen dich hören wollen. Großer Gott, ich bitte dich, dass du verkündigt wirst als gekreuzigter Gott, dass es Lehre in Wahrheit ist, die verkündigt wird. Und ich bitte dich auch für unser Leben, da wo wir anderen Menschen begegnen. Großer Gott, ich bitte dich, dass du uns stärkst, dass du uns gebrauchst, dass nicht wir die sind, die reden, sondern du der bist, der handelst zu deiner Ehre, dass du dich darin verherrlichst, wie Menschen von dir erfahren, Herr. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschenfischern machst, da wo wir sind, da wo wir hingehen. Ja, du sollst wirken, Herr, in unserem Leben. Du sollst wirken in dieser Gemeinde in Endingen, Herr. Und wir wollen dich auch bitten, dass du wirkst in dieser Welt. Du siehst all das Leid, das gerade passiert, mit dieser Corona-Pandemie, mit den Naturkatastrophen, gerade auch in Kanada. Herr, wir wollen es dir hinlegen und dich bitten, dass du auch dort Menschen stärkst durch dein Wort. Ich bitte dich auch dort für Menschen, die Mut haben, auf dein Wort hin zu handeln, auf dich zu vertrauen, Jesus. Ich bitte dich, dass diese Menschen deine Kraft, deine gute Botschaft erfahren, Jesus. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du dich erbarmst über all dieses Leid in dieser Welt. Und alles andere wollen wir in das Gebet legen, was du uns gelehrt hast, und zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du triumphiert, als
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei. Viele von Ihnen kennen es vielleicht bereits, das Johann Albrecht Bengelhaus in Tübingen, benannt nach dem lutherischen Theologen und Hauptvertreter des deutschen Pietismus Albrecht Bengel. Im Bengelhaus, im sogenannten Bengelhaus, wohnen 100 Studenten circa und dazu kommen noch ungefähr 20 sogenannte Stadtbengel, die auch zu uns dazugehören, nicht direkt im Haus wohnen, aber an den Veranstaltungen teilnehmen. Und auch nicht nur Theologiestudenten haben das Vorrecht, im Bengelhaus wohnen zu dürfen. Auch zahlreiche andere Studiengänge sind vertreten. Ich zum Beispiel darf als Zahnmedizinstudentin die zahlreichen Angebote des Bengelhauses miterleben. Und dazu zählen zum Beispiel Morgenandachten, Lobpreisabende, Seminare, Abendmahlsfeiern, Hausvorträge und Hausversammlungen. Dies wäre natürlich unmöglich ohne die 6 Hauslehrer, eingeschlossen unserem Rektor Clemens Hegele, welche uns in fachlichen, aber auch stark in persönlichen Belangen begleiten. Und ebenfalls unverzichtbar ist der Freundeskreis des ABHs, welcher das Haus in jeder Hinsicht unterstützt, da wir eben auch nur durch Spenden finanziert sind. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr froh, Teil des ABHs sein zu dürfen und besonders genieße ich auch die geistliche Gemeinschaft in meiner Wohngemeinschaft. Und jeder wird hier ein Stück weit geprägt. Natürlich besonders auch die Theologiestudenten oder die zukünftigen Pfarrer, die hier wichtige Werkzeuge mit an die Hand bekommen, was eben eine gute bibelfundierte Verkündigung ausmacht oder auch die souveräne Gemeindeleitung, aber auch die Nicht-Theologen kommen auf ihre Kosten und bekommen mindestens ein biblisch-theologisches
Grundkenntnis mit auf den Weg. Der größte Schatz des Bengelhauses ist jedoch, dass hier Studenten leben, die Jesus lieben, die ein Herz haben für die Kirche, für die Verkündigung, für das Reich Gottes, für die Menschen. Und dass sie auch von Hauslehrern lernen dürfen, die sowohl fachlich, inhaltlich viel zu vermitteln haben, aber auch von ihrer persönlichen Christusbeziehung bezeugen. Wir möchten uns gerne alle einzeln persönlich bei Ihnen vorstellen. Wir sind auch nicht so viele. Dafür kommen wir mal vor. Ich heiße Angelika. Was ich studiere, habe ich schon gesagt. Ich bin Zahnmedizinstudentin im 7. Fachsemester. Ich habe das Mikro. Mein Name ist Chris Lehmann. Ich studiere evangelische Theologie auf Pfarramt im 9. Semester. Ich komme aus Aldingen, 30 Kilometer südlich von hier. Außerdem bin ich Ihr Landessynodaler. Einige von Ihnen haben mich bei der letzten Kirchenwahl 2019 gewählt und da darf ich Sie unter anderem vertreten. Ich muss wieder mit diesem Mikrofon vorlieb nehmen. Ich heiße Robert, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich mache Politikwissenschaft und Theologie auf Lehramt und bin im 10. Semester auch schon. Ich bin Isabel, ich studiere Nanoscience, also auch keine Theologie. Das ist eine Mischung aus allen Naturwissenschaften, jetzt im 8. Semester. Genau, ich komme aus Illingen, das ist in der Nähe von Vaihingen-Enz. Hallo, ich bin Anne-Christine, ich studiere auch keine Theologie. Ich studiere Medizin im 9. Semester und komme ursprünglich aus Augsburg in Bayern. Ich bin Deborah und ich komme aus der Nähe von Heidenheim an der Brenz und ich studiere evangelische Theologie auf Pfarramt und bin im 10. Semester. Ich heiße Benjamin Hummel, ich bin einer von diesen ominösen Hauslehrern, allerdings der jüngste von allen, deshalb nennt man mich nur Studienassistent. Ich bin Pfarrer in der Landeskirche und zurzeit ausgeliehen. Und das hier neben mir ist meine Frau, die heißt... Ich heiße Salome und ich bin eine der wenigen Nicht-Akademiker des Bengelhauses. Ich bin von Beruf Kinderkrankenschwester. Genau, und der Kleine, das ist der Jakob, der studiert noch nicht. Der Korb zeigt schon, um was es jetzt geht. Als erstes Dank an euch, die ihr euch gerade vorgestellt habt, in der ganzen Mischung von Studiengängen, die bestimmt interessant ist, aber das ist der Austausch untereinander. Vielen Dank für die Gestaltung des Gottesdienstes in der Predigt, im Anspiel, in der musikalischen Gestaltung. Und wir haben was mitgebracht, eins ist eigentlich besonders hervorzuheben, Studentenfutter. Gell? It's a classic, kann man sagen. Und vieles andere. Wenn mal eine Prüfung ansteht, dann kann man auch dann was Süßes essen für die Nerven. Teilet gerecht. Vielen Dank an das Technikteam auch, die wieder für eine gute Übertragung gesorgt haben. Am letzten Gottesdienst haben wir eine Kollekte für die Diakonie der Landeskirche zusammengelegt und es kamen 117 Euro zusammen. Heute spenden wir zielgerecht für das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Geben Sie reichlich für die Arbeit. Denn die Studenten sind nicht nur eine Wohngemeinschaft, sie wirken nach außen, so wie heute. Sie unterstützen Gemeinden durch Vorträge, aber auch durch die Gestaltung von Gottesdiensten, aber auch durch Schriften. Und im Ausgang draußen ist ein Tisch, da können Sie verschiedene Informationsschriften, aber auch CDs mit Liedern mitnehmen. Unterstützen Sie diese Arbeit. Am Anschluss an den Gottesdienst hat das Team vom Albrecht-Bengel-Haus nochmal den Wunsch geäußert, mit uns über das Thema Kirchengemeinde ins Gespräch zu kommen, wenn Sie Zeit und Lust haben. Wir treffen uns vor dem Gemeindehaus und schauen dann im Gemeindehaus, ob wir uns in 2, 3 Gruppen dann zum Austausch treffen. Im Anschluss an den Gottesdienst um 11.30 Uhr findet per Zoom-Meeting das Abenteuerland statt. Nächsten Sonntag feiern wir einen Sonntag um 10 Uhr. Einen etwas anderen Gottesdienst zum spannenden Thema vom Zweifel zur Gewissheit mit Pfarrer Brendel. Herzliche Einladung dazu. Bei gutem Wetter sind wir draußen im Pfarrgarten. Ansonsten hier in der Kirche bitte weiterhin auch eine Anmeldung vornehmen bei Elisabeth Hertler. Noch eine kleine formale Information, die aber auch wichtig ist. Es geht um den Haushaltsplan der Kirchengemeinde hier in Endingen, aber auch der Gesamtkirchengemeinde.
der verkleinerte Gesamtkirchengemeinderat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Steinach-Schlichmtal hat dem Haushaltsplan zugestimmt, ihn beraten und er liegt dann draußen oder eben im Gemeindebüro zur Einsichtnahme bereit, beziehungsweise in der Kirchenpflege in Weilstetten. Die genaue Adresse können Sie bei den Kirchengemeinderäten erfragen. Kurz eben noch vorher anrufen, wenn man vorbeischauen will. So wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und wir bekommen einen doppelten Segen, einmal von dir zugesprochen und dann noch ein Segenslied. Ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und in Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen geradeaus. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts,
denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Gott segne dich. Tag und schön, dass Sie da waren.